können. Das ist aber nicht jetzt der Fall, weil das muss natürlich dann der 13. Integrationsgipfel im Bundeskanzleramt. Warum haben wir jetzt den Weg der Verständigung mit den Unternehmen gesucht? Weil wir nur so Rechtsfrieden herstellen können. Denn egal, welche Lösung wir jetzt per Gesetz vorgeschlagen hätten, ein oder mehrere Unternehmen würde immer in Karlsruhe klagen. Außerdem wussten wir, dass im Worst Case alleine für Vattenfall 6 bis 7 Milliarden Euro für den Bundeshaushalt auf dem Spiel stehen. Denn wie Sie wissen, hatte Vattenfall parallel die Bundesrepublik vor dem Washingtoner Schiedsgericht verklagt. Dazu wären noch Zahlungen an die anderen Unternehmen gekommen. Mit dieser Verständigung werden nun alle Rechtsstreitigkeiten, auch die in Washington, beigelegt. Das sorgt für Rechtsfrieden und hilft dabei, das Kapitel der Atomkraftnutzung nun endgültig abzuschließen. Zu den Zahlen. Als finanziellen Ausgleich haben wir uns verständigt auf insgesamt knapp rund 2,4 Milliarden Euro. Es sind mehr als 300 Akteure beteiligt, Bund, Länder, Kommunen. Jetzt an